Heute gibt es schon im Wald die ersten Esskastanien, also Edelkastanien Maronen. Heute wurden die eingesammelt. Bei uns gehen viele Leute in den Wald, Steinpilze sammeln, Kastanien sammeln, oder aber die Frauen sind im Maisfeld und sammeln noch die Bohnen ein. Und viele haben dann bei sich so Tränengas oder Pfefferspray, um sich zu verteidigen, weil bei uns alles voller Migranten ist, im Wald, im Maisfeld, weiß man nie, ob man von so welchen angefallen wird. Und heute hatte meine Putzfrau erzählt, sie hätte so ein Pfefferspray schon seit 2015 bei sich, von der ersten Migrantenkrise. Und die würde sich sicher fühlen, weil sie weiß, wenn die angegriffen wird, dann sprüht die hier, drückt die dann hier drauf und dann tut die sich verteidigen gegen lüsternde Migranten. Die hat es mir erzählt, ich habe die komisch angeschaut und habe die nochmal gefragt: Wo willst du draufdrücken? Wo willst du draufdrücken, wenn du angegriffen wirst? Und sie meinte: Hier oben, einfach hier oben drücken. Da kommt Tränengas raus. Ich gemeint: Nein, das ist falsch. Oben ist eine Drucksicherung, damit man es nicht unbeabsichtigt aktiviert. Man hebt sie hoch und drückt unten drauf. Und das wusste sie nicht. Die wusste 5 Jahre lang nicht, wie man Tränengas betätigt. Ich war sich sicher, es würde funktionieren, wenn sie einfach nur drauf drückt. Und sie fährt oft an einem Weg vorbei, wo Migranten gesichtet wurden. Und hat dann auch Angst gehabt, die würden die anhalten und dann würden die vielleicht die Tür aufmachen und die müssen dann aus dem Auto raus deren Tränengas ins Gesicht sprühen. Und jetzt, wo ich es da gezeigt habe, war sie auch entsetzt, weil sie gleich wusste, dass sie nicht wusste, wie man damit umgeht. Da hab ich mir mal gedacht, ich mache mal ein Video drüber, damit mal die Leute wissen, was überhaupt Tränengas ist und wie man das dann auch einsetzt. Wenn man Glück hat und man spürt, dass es zu einer Auseinandersetzung kommen wird, ist es immer gut, wenn ein Wind weht, man geht in die Richtung, von der Wind kommt. Also nicht, dass der Wind jetzt vom Feind zu mir weht, denn wenn ich dann das Tränengas besprühe, bekomme ich mein eigenes Tränengas ins Gesicht. Also immer versuchen, die bessere Position zu erwischen, zu wählen, damit dann das Tränengas besser zur Geltung kommt. Nach dem Sprühen bleibt immer oft auch etwas hier an der Öffnung übrig. Und muss man auch immer aufpassen, wenn man sich in die Hosentasche steckt und man greift nachher in die Hosentasche und sich selber ins Gesicht, dann brennt es auch. Und man sollte auch immer dran denken, dass die Bekleidung voller Tränengas ist, wenn man vielleicht irgendwo gesprüht hat. Schlimmer ist es, wenn man jetzt zum Beispiel das Tränengas im Auto einsetzen muss. Dann muss man die ganze Inneneinrichtung säubern. Oder aber, behüte Gott, in der Wohnung. Dann bleibt auch das Tränengas an den Tapeten hängen, an dem Bettzeug, an der Tischdecke und überall, wo es halt hingekommen ist. Und dann dauert es schon etwas länger, bis man das alles sauber gemacht hat. Aber ich finde, Tränengas ist gut bei sich zu haben, im Rucksack, auch im Wald. Auch wenn man ein Mann ist und nicht eine Frau, die vergewaltigt werden kann. Aber es ist ziemlich elegant ist, sich damit zu verteidigen. Man muss nicht gleich dich mit jemandem prügeln. Oder aber wenn man hier mit dem Fahrrad entlang fährt, gibt es Hunde, die einen hinterherlaufen, zubeißen wollen. Da kann man die auch gleich besprühen. Gut ist es vielleicht auch bei Suchhunden. Falls man vielleicht gesucht wird im Wald, wer weiß von wem, kann man auch hinter sich sprühen und dann ist der Suchhund für diesen Tag außer Gefecht gesetzt. Gaspistolen sehen vielleicht gut aus, aber ich würde mich hüten, eine Gaspistole mit sich rumzuführen, weil hier weiß man ja nie, wer eine richtige Pistole bei sich hat. Wenn man dann eine Gaspistole zieht und der andere weiß nicht, dass es eine Gaspistole ist, kann man auch leicht erschossen werden. Und da würde ich lieber das lassen. Denn egal wie gut, egal ob ich jetzt ein guter Schütze bin oder nicht, was nützt mir eine Gaspistole, mit der man nicht treffen kann, auch nicht schießen kann?
Obwohl eine Gaspistole als solche kann auch natürliche Waffe sein. Vor allem bei den größeren Kalibern, wenn man jetzt die Mündung jemanden an die Schläfe ansetzt oder aber in den Mund steckt, kann man mit jemandem töten. Der Druck reicht aus, dass einem hier die Schädeldecke aufbricht, wo die am dünnsten ist, oder aber auch, dass die Lunge platzt. Man kann also die Gaspistole auch als Waffe benutzen, wenn man jemanden an den Körper drückt. Die zerfetzt dann die Kleidung und auch das Fleisch oft bis zum Knochen. Und da sind die Gaspistolen, denke ich mal, viel stärker als Gasrevolver. Solche Waffen sind billig, die werden auch nicht aufwendig hergestellt. Und da ist auch dann der Spalt zwischen Trommel und Lauf bei einem Gasrevolver viel größer als bei einer richtigen Waffe. Und da geht auch eine Menge Energie verloren. Daher denke ich mal, eine Gaspistole ist dann viel stärker. Wenn man aber den Abschussbecher auf die Pistole drauf tut, da werden die Gase seitlich abgeleitet und nur ein Bruchteil kommt dann ins Zentrum, um dann die Rakete auszuwerfen auf etwa 20 Meter und zu aktivieren. Daher ist eine Gaswaffe dann mit einem Abschussbecher ungefährlich. Man kann aber natürlich auch andere Abschussbecher sich selber basteln, zum Beispiel wo dann Luftgewehrkugeln verschossen werden mit einer Gaspistole, das ist aber dann nicht legal. Nun gut, das wäre es nun fürs Erste. Also schaut mal zu, dass Leute, die so Tränengas bei sich haben, auch wissen, wie man damit umgeht. Vielleicht wäre es auch gut, sich eine Flasche einfach so zu kaufen, extra, um die dann zu testen, um mal rumzusprühen, um zu sehen, wie es wirklich funktioniert, wenn man ein Gefühl dafür bekommt. Egal, die 10 Euro, wie viel das kosten tut, aber auf jeden Fall ist dann die Erfahrung viel wichtiger und wertvoller, als dass man sowas nicht versucht hat. Und es ist auch nicht schlecht, wenn man selber etwas abbekommt, damit man sieht, wie stark auch die Wirkung ist. Und da kommt man auch nicht davon herum, weil oft bekommt man auch selber eine etwas größere Ladung ab. Nun gut, wie gesagt, wenn ihr etwas habt, so für Selbstverteidigung, müsst ihr es auch testen. Denn nicht getestet ist es auch oft sinnlos, es ist unnütz. Vielleicht gibt es da auch was Besseres, aber auf jeden Fall muss man immer mit dem, was man hat, auskommen können und es auch verwenden können.